Hey Leute, grüßt euch. Heute habe ich 6 geile alterierte Licks für euch, die ich geschrieben habe. Und die habe ich zu einem Solo zusammenkomprimiert. Das hören wir uns jetzt an. Und dann erkläre ich euch, was ich mir dabei gedacht habe. Viel Spaß. In den letzten Wochen und Monaten habe ich mich mal wieder ausführlich mit melodisch Moll beschäftigt und ich sage mal wieder, weil ich immer in Zyklen arbeite, denn man kann nicht alle Skalen, alle Akkorde, alles Mögliche, was man in der Musik so machen kann, das kann man nicht alles an einem Tag oder in einer Woche lernen, sondern es ist so viel Stoff, den muss man immer mal wieder wiederholen, nachholen, nachjustieren, verbessern und so weiter. Und bei Skalen mache ich das so, ich beschäftige mich eine Weile zum Beispiel mit der Pentatonik, ein paar Wochen. Und dann habe ich keine Lust mehr oder habe den Fortschritt gemacht, den ich machen wollte. Und dann kommt die nächste Skala, zum Beispiel Dur und seine Modes. Und wenn das vorbei ist, dann kommt melodisch Moll, dann kommt harmonisch Moll, Ganztonleiter, was auch immer, worauf ich Lust habe. Und irgendwann, wenn ich genug durchgemacht habe, dann fängt es wieder vorne an. Dann fange ich wieder mit Pentatonik zum Beispiel an. Und wie gesagt, zuletzt habe ich melodisch Moll gemacht und um genau zu sein, ich habe mich mit alteriert beschäftigt. Alteriert, das ist die 7. Stufe von melodisch Moll und die ist eigentlich im Jazz gang und gäbe und wer sowas gern hört und spielt, der hat damit auch ständig zu tun, aber der normale Rockgitarrist, der normale Bluesgitarrist kommt eigentlich selten damit in Berührung. Und oft ist es auch so, dass wenn er die dann hört und sich damit beschäftigt, dass die relativ fremd klingt. Und dann weiß man nicht so richtig, was man damit eigentlich anfangen soll. Und dann kauft man sich irgendwelche Bücher oder guckt YouTube-Videos an und dann lernt man Licks. Das Problem mit Licks ist, die stammen meistens aus der Bebop-Zeit oder sind irgendwelche Jazz-Licks. Und das ist auch cool, um so einen Eindruck dafür zu bekommen. Ja? Und dann lernt man vielleicht einen Lick wie irgend sowas. Das Problem ist, wenn jemand versucht, es dann in seinen normalen Rockstil oder was auch immer sein Stil ist, zu integrieren, dann klingt das immer wie ein Fremdkörper. Also man spielt dann vielleicht so und dann das klingt immer völlig fehl am Platz. Und so geht mir das auch, so ging mir das und habe ich gesagt, nee. Ich schreibe einfach meine eigenen Licks. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, okay, was spiele ich sonst so? Welchen Stil, welche Geschwindigkeit, welche Tonarten? Was ist so mein Ding? Wo fühle ich mich wohl? Und wie kann ich jetzt in meiner Wohlfühlzone diese exotische Tonleiter einbauen? Und ich erkläre euch jetzt Lick für Lick, was ich mir dabei gedacht habe. Der Backing-Track ist ziemlich simpel gehalten. Mein Ziel war ja auch dann zum Beispiel bei einer Blues-Session oder bei einem Funk-Song diese Licks anwenden zu können. Und deshalb bin ich einfach in A, Lieblingstonart aller A-Gitarristen und E-Gitarristen, habe ich einfach ein A7 genommen und der wechselt sich immer ab mit so einem E7, B9. Das ist ein alteriertes Voicing. Alterierte Akkorde, das sind im Prinzip Dominant-Sept-Akkorde, die noch eine Kreuz 9, eine B9, eine B5, eine Kreuz 5 haben. Eins von diesen Intervallen. Und es klingt dann zum Beispiel so, ziemlich jazzy schon. Über das A7 würde ich für gewöhnlich die Pentatonik spielen. Oder mixolydisch. Ein paar chromatische Zwischentönen. Und auch ganz oft so ein Mischmasch, mal Pentatonik. Und dann zur mixolydischen Tonleiter wechseln. Und natürlich Chromatik. Das ist so mein Standardstil. Und über das E habe ich nun versucht, jedes Mal diese alterierte Skala anzuwenden. Okay, kommen wir zum ersten Lick. Ich spiele es langsam vor, damit wir mal einen Eindruck bekommen. 1, 2, 3, 4. Das Lick beginnt ziemlich
typisch, wie ein Rock-Solo halt so klingen sollte. Ne? Und zwar mache ich mir hier zunutze, dass es ein paar Töne gibt, die sind sowohl in E alteriert, als auch in der A-Moll-Pentatonik, nämlich das C, das D, das E und das G. Und weil diese Töne in beiden Tonleitern vorkommen, ist der Wechsel nicht so hart für das Ohr, denn am Anfang bin ich ja quasi klanglich noch in der Pentatonik. Und erst wenn dieser Ton hier kommt, weiß das Ohr sofort, oh, hier sind wir irgendwo anders. Und auch der tiefe Ton, der dann kommt. Einmal spielen wir hier oben das B-Flat, das ist die verminderte Quinte. Und hier oben das Gis, die Terz. Und da weiß das Ohr sofort, ah, okay, wir sind irgendwo anders jetzt. Und auflösen durch das Ganze auf dem Cis, damit das Ohr gleich hört. Dass es eine Auflösung gibt. Das ist das Wichtigste bei dieser Tonleiter und auch das, warum die meisten damit nicht improvisieren können. Diese Tonleiter funktioniert im Prinzip nur, wenn man dem Ohr glaubhaft eine Auflösung vorspielen kann. Also, okay, es klingt ganz dissonant, aber jetzt klingt es irgendwie smooth in die neue Tonart rein. So, und das ist im Prinzip schon das ganze Geheimnis des ersten Licks. Lick Nummer 2 hört sich folgendermaßen an. Und zwar, die Idee dahinter ist, ich habe ein E7-B5 Arpeggio genommen. Das Interessante an diesem Arpeggio ist, es hat dieselben Töne wie ein B-Flat-7-B5 Arpeggio. Das sind sogenannte Akkordsynonyme. Das muss man alles gar nicht wissen, ist vollkommen egal. Aber wer sich dafür interessiert, das ist die Grundlage für die berühmte Tritonus-Substitution, weil das sind zwei Akkorde, die man tauschen kann, weil sie im Prinzip aus denselben Tönen bestehen. Und ich habe das aber nicht einfach hoch und runter gespielt, das Arpeggio. Das ist ja das, was die meisten machen, wenn sie Arpeggios lernen. Sie spielen dann einfach so schnell, wie sie können, hoch und runter. Ich habe versucht, so eine kleine Sequenz damit zu machen. Denn wenn ich Arpeggios übe, dann versuche ich genau wie bei Skalen auch kleine Sequenzen zu bilden. Also man kann auch mit Arpeggios zum Beispiel die Dreier-Sequenz spielen. Oder einen Ton überspringen. Terzen in einer normalen Tonleiter. Und das habe ich hier gemacht und enden tut das Lick mit einem Bending vom G aufs A. Das ist genau der Moment, wo ich wieder auf dem A lande, wo ich vom E7 zum A7 wechsle. Lick Nummer 3 ist auch eine Arpeggio-Idee. Ich spiele es erstmal langsam vor. 1, 2, 3, 4. Und zwar habe ich hier folgende Arpeggios verwendet. Zuerst, das wollte ich schon immer mal machen, ein Major 7 Kreuz 5 Arpeggio, vermindert, vermindert, Moll. Wir haben hier G Major 7 Kreuz 5, D vermindert, E vermindert, F Moll. Das sind meine Ideen. Und auch was man bei Arpeggios meiner Meinung nach vermeiden sollte, ist, die immer im gleichen Rhythmus zu spielen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das klingt super lame. Da, 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 da. Ist fürs Ohr ziemlich langweilig. Immer 1, 2, 3, auch wenn du Viere macht oder irgendwas. Deshalb habe ich versucht, hier einen interessanten Rhythmus einzubauen. Und zwar geht der 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Wir haben 5, 3, 3, 3, 2. Ja, ich habe sogar am Anfang 6 eigentlich, ist aber ein Auftakt, den zähle ich nicht mit, das ist einfach nur, um in die Note reinzukommen. Aber pass auf, das sind 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da, da, da ist dann der Abgang. Ja. 1, 2. Und das ist wieder die 1 vom neuen Takt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Und das ist ein Rhythmus, den finde ich so interessant, besser als 1, 2, 3, 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Könnte ich mir überall vorstellen, zum Beispiel auch als Riff. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Einfach, weil der Spaß macht im Ohr. Lick Nummer 4, ebenfalls eine Arpeggio-Idee. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich so viel Arpeggios spiele, aber ich spiele es erstmal langsam vor. 1, 2, 3, 4.
Trick ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Linien mit der Zeit entwickeln. Also es ist nicht so, dass ich mich eines Nachmittags hingesetzt habe und gleich solche coolen, wie ich es finde, solche coolen Linien schreiben konnte, sondern ich habe einfach angefangen mit Ideen. Oh, dieses Arpeggio, da mal ein bisschen rumprobieren. Dann kommt da mal noch ein Ton dazu. Und ich zeige euch das jetzt. Dieses Lick hat eigentlich einfach nur mit der Idee angefangen, okay. Dieses Lick beruht eigentlich erstmal auf der Idee, dass ich mir gedacht habe, okay, in der Tonleiter gibt es zwei Moll7b5 Akkorde, nämlich einmal Dm7b5 und Em7b5. Und die sind ganz Ton entfernt. Da dachte ich, da lässt sich doch bestimmt doch irgendwie irgendwas spielen, wo sich diese beiden Arpeggios dann miteinander verbinden lassen, oder? Und am Anfang habe ich diese beiden Arpeggios auch einfach hoch runter gespielt, weil die ja nebeneinander liegen, kommt man gut mit dem Slide hin. Und so wollte ich eigentlich auch weitermachen, aber das war dann wieder ein bisschen langweilig. Ich habe dann so rumgespielt. Ich sagte, immer dieselben Töne, hoch, runter, ist mir zu langweilig. Und weil ich das so langweilig finde, immer einfach hoch und runter zu spielen die ganze Zeit, habe ich mir gedacht, ich drehe einfach ein paar Töne rum, schon bei den ersten hier, anstatt mache ich. Und dieser Schlenker ist nur reingekommen, auch nachdem ich das Lick schon fertig hatte und damit rumprobiert habe, habe ich gedacht, anstatt einfach so ein Pull-Off, kann ich doch auch sowas machen. Und daraus ist dann entstanden, das einzige Problem war jetzt, der Wechsel von diesem E zu diesem E, super unpraktisch zu spielen. Dann saß ich wieder da. Ich habe das lange geübt und gemacht und dachte ich, weißt du was? Warum spiele ich hier eigentlich das E, wenn es doch auch eine Leerseite ist? Und dann war das Lick auf einmal viel, viel einfacher, weil ich eine Leerseite eingefügt habe. Da ist die Leerseite. Das Ende ist übrigens so ein typisches Rock'n'Roll-Ding. Bloß ein bisschen abgewandelt. So kommen die Ideen manchmal zustande. Okay, Lick Nummer 5. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich will noch ein bisschen Tapping einbringen. Denn mir ist auch wichtig, die Techniken, die jetzt der Rockgitarrist vielleicht benutzt, dass der die auch mit einer alterierten Skala benutzen kann. Und dieser Rockgitarrist bin dann quasi ich. Ich spiele das Lick mal langsam vor und dann gucken wir uns das im Einzelnen an. Und im Prinzip ist es einfach nur Tonleiter. Die Idee ist folgende. Beim Tapping versuche ich immer, dass die Tapping-Hand irgendein logisches Muster machen muss, damit ich mir das einfach merken kann. Und zwar habe ich mir einfach gedacht, ich spiele hier D, Gis, D, Gis. Das gibt so eine geile Treppe. Und das macht auch die Harmonie schön, weil Septime, Terz, Septime, Terz. Dann löse ich das auf zum Grundton. Okay, das macht die Hand. Die Hand spielt im Prinzip einfach nur die Tonleiter. Aber, um einen kleinen Twist reinzubringen, ich spiele. Und das sind 6 Tonen. Das übertrage ich jetzt auf jede Seite. Und das muss man natürlich üben, die Wechsel zu treffen. Tapping ist im Prinzip eine einfache Technik, um schnell zu spielen. Aber was ich auch beim Tapping nicht mag, ist halt immer dieses, wenn man so in einer Position bleibt. Und deshalb habe ich halt versucht, die Position ständig zu wechseln. Damit ein richtiger Lauf draus wird. Und das fällt auch mir schwer, das musste ich richtig üben, dass ich halt beide Hände, du hast ja zwei bewegliche Ziele hier, mit denen du arbeiten musst. Aber das lohnt sich, weil ich finde, es ist technisch gesehen einfach zu spielen, bloß die Orientierung mit beiden Händen, das muss man wirklich üben, aber ist auf jeden Fall machbar. Lick Nummer 6, ich spiele es langsam vor. 1, 2, 3, 4. Und dieses Lick hat sich auch entwickelt und die Idee war hier, in der E-Alteriert-Skala gibt es auch ein C7-Arpeggios und Dominant-Sept-Arpeggios, da fühle ich mich zu Hause, die kann ich gut, die finde ich auch, die weiß ich, wo die sind. Die nutze ich dann, weil ich die ja schon kenne,
weil ich die an mein Wissensnetz anknüpfen kann. Die kenne ich schon und dann versuche ich die restlichen Töne der Tonleiter irgendwie drumherum zu bauen und habe ich einfach rumgespielt, okay, hier habe ich mein Arpeggio, wie komme ich rein? Vielleicht spiele ich am Anfang auch mal kurz das Gis, was die Terz ist vom E7, weil danach spiele ich fast nur noch C7 und das klingt dann so. Das ist das Arpeggio. Was ich in meinem Kopf sehe, dann spiele ich ein bisschen mit den Tönen rum. Und das hier war der einzige Weg, da irgendwie rüber zu kommen. Also ich habe da, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe halt so, eigentlich wollte ich sowas machen wie... Aber es hat von Tönen nicht gepasst, dass ich hier... Hat irgendwie nicht gepasst und dann musste ich rumspielen, also ich muss Töne weglassen. Und der einzige Weg, dann schnell darüber zu kommen, war... Das ist die schwierigste Stelle in dem Stück, dieser Wechsel von... Muss ich wirklich so ein paar Mal üben, dass das sicher drin ist und dann sieht das ganze Lick halt so aus. Super unpraktisch, lag auch daran, die Licks habe ich ja eigentlich vorher einzeln geschrieben. Also ich habe jedes Lick für sich gespielt, unterschiedliches Tempo, so wie es gerade gut lag oder so. Und dann wollte ich das aber zu einem großen Solo zusammenbauen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt einzelne Licks übe, dann muss ich immer an die Licks denken, wann ich die spiele und wie. Und wenn ich das gleich zu einem Solo zusammen mache, habe ich gleich halt so ein Übungsstück, was ich üben kann. Ja? Und das sind alle Licks, das ist das Solo und viel Spaß beim Üben. Wenn ihr es lernen wollt, alles Material, Backing Track, die Noten und so weiter, gibt's bei Patreon. Den Link gibt's unten in der Beschreibung. Und ansonsten vergesst das Liken und Kommentieren nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.